Vincenzo Bellinis Oper Norma umgibt eine besondere Aura. Freunden der italienischen Oper gilt sie als das Gipfelwerk des Bel Canto. Nun wendet sich ein Theatermacher diesem Werk zu, der im Theater der letzten 40 Jahre tiefe Spuren hinterlassen hat. Der US-amerikanische Regisseur, Bühnenbildner, Lichtkünstler, Designer und Performer Robert Wilson. Mit seinen Schauspielinszenierungen, eigenen Stücken und zahlreichen Produktionen im Bereich des Musiktheaters hat Wilsons Ästhetik weltweit Maßstäbe gesetzt. Dem Zürcher Publikum ist der Theatermagier seit seinem Lohengrin, den er vor 20 Jahren hier inszeniert hat, und durch seine Deutung von Wagners Ring des Nibelungen ein Begriff. Man darf gespannt sein, wie Robert Wilson Bellinis Meisterwerk um die geheimnisvolle Druidin Norma auf die Bühne bringt. For Norma, I'm using a lot of non-conventional light instruments, found instruments. So we have street lamps, or we have other instruments that you normally would not have on stage. And I thought it kind of completes the cycle. Lohengrin was all realized with light, bars of light moving vertically and horizontally, hard edge, soft edge. And this set is constructed architecturally with light instruments. So the lamps are the set. We have a little prologue for the piece. It's very simple, very abstract. It's two circular lines and a straight line. There are only two lines in the world, a straight line and a curved line. And often, I think, designers can't make up their mind what they want. Do you want it straight or do you want it curved? But the circular lines are sort of like planets, and there's spheres. And they're traced in the choreography, they're traced in hand gestures. Often they're cut with straight lines, a strong diagonal or a vertical or perpendicular line. The piece is staged very formally with classical patterns, classical constructions. Die 1831 an der Mailänder Scala-Uhr aufgeführte Oper des früh verstorbenen sizilianischen Komponisten Vincenzo Bellini besticht durch ihre weit gespannten Melodiebögen und dramatischen Steigerungen. Der so berührend in Musik gefasste Grundkonflikt um die gallische Priesterin und Seherin hat, nimmt man Felice Romanis Libretto ernst, kosmische Dimensionen. Nicht zufällig richtet Norma ihr berühmtes Gebet Casta Diva an die Mondgöttin. Luna wird in der Oper der als kriegerischer Sonnengott von den Galliern angebetete Irminsul gegenübergestellt. Norma überstrahlt als spirituelle Herrscherin die Autorität ihres Vaters Oroveso, des Oberhauptes der Druiden. Aus dieser Sonderstellung heraus versucht sie, die Kluft zur römischen Welt ihres heimlichen Geliebten, des Prokonsuls Pollione, zu überwinden.
Doch Pollione, der Vater ihrer Kinder, hat sich einer jüngeren Priesterin zugewandt, Adalgisa. So nimmt die Tragödie ihren Lauf. It's almost as if all the events have already happened, that it's inevitable. And that lends itself to formality, to keep a distance to the text. My challenge as a director is to create a space where you can hear music. So usually the stage is too busy for me, so I get distracted. And in a formal presentation, you can present text, you can present text with ideas, but you don't insist too much that this is what the audience should feel or what you feel at any one moment. So. Am Ende wächst Norma über sich selbst hinaus und erschüttert durch ihr Selbstopfer nicht nur den ungetreuen Geliebten, sondern auch Oroveso und ihr Volk zutiefst. Für Elena Moschuk, die im Belcanto-Repertoire zu Hause ist, ist die Norma eine besondere Herausforderung. Ich singe sehr gerne Belcanto. Ich glaube, das ist meine Welt. Wie ihr weiß, ich habe so vieles gesungen, Lucia, Sonnambula, Puritani, aber Norma ist schon eine Stufe oder zwei, drei Stufen weiter als Puritani zum Beispiel. Norma hat alles, wunderbare Melodie, hat Träume, hat Aggressivität, hat alles. Die Musik ist so komplex und darum... Ich glaube, es sind so wenige Sängerinnen, die diese Rolle singen. Der Dirigent Paolo Carignani ist am Opernhaus Zürich bereits mehrfach als sensibler und energiegeladener Interpret des italienischen Opernrepertoires hervorgetreten. Für ihn ist Norma mehr als eine Diva-Oper. Vor allem durch ihre musikdramatische Wahrhaftigkeit gehen Bellinis Gesangslinien uns so unmittelbar zu Herzen. Man denkt, das ist eine Diva-Oper, weil die Maria Callas hat das Stück berühmt gemacht. Aber Richard Wagner vor Maria Callas hat das Stück entdeckt. Also ist in dieser Oper, es gibt viel mehr, als was man denkt. Also ist nicht nur Callas. Callas ist hier sowieso nicht mehr. So ist besser, dass wir andere Sachen, also was vielleicht Wagner gefunden hat in diesem Stück, finden.
Also Orchester baut die Spannung. Es gibt keine schöne Melodie, wenn die Begleitung nicht sehr kultiviert und eine bestimmte Spannung hat. Ich werde nicht vergessen, als ich Dirigent angefangen, also zu lernen habe, mein erster Lehrer hat gesagt, du musst nie die Melodie dirigieren, du musst die Begleitung dirigieren, damit die Begleitung noch schöner die Melodie macht. Belcanto natürlich ist typisch für die ganze italienische romantische Kultur. Leider, wir haben nicht so gute Schriftsteller wie die deutsche Kultur in diesem Romantizismus, aber wir haben also Gesang. Das ist unser Ausdruck. Das ist typisch italienisch, würde ich sagen. Norma von Vincenzo Bellini in der Inszenierung von Robert Wilson ab 27. Februar 2011 am Opernhaus Zürich.